Leute, was geht ab und zwar willkommen zu einem neuen Skill-Contest hier auf dem Kanal. Und zwar, wir nehmen heute wieder dran teil, Leute. Und ich habe wieder eine richtig geisteskranke Kombination in meinen 1200 Skins, habe ich mittlerweile gefunden, Leute. Und zwar, habt ihr so eine Kombi schon mal gesehen in Fortnite? Wahrscheinlich noch nie, Leute. Ich habe mich selber überrascht. Ich muss sagen, Backbling passt einfach zu dem Skin. Es ist kein Set. Das Einzige, was Set ist, ist die Pickaxe. Aber ich habe jetzt mal Risiko gemacht, Leute. Weil, SU weiß niemals, dass die Pickaxe zum Set gehört. Das kann er gar nicht wissen. Weil er kennt den Skin nicht. Und deswegen kann er auch nicht wissen, dass die Pickaxe dazugehört, Leute. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren wird und wie die anderen Skins sein werden. Er wird heute aber auch nicht alleine bewerten. Und zwar, er bewertet... Oh mein Gott, hä? Oh mein Gott, was ist das für ein Skin da? Hä? Warte, okay, ich muss sagen, hier auch dieser... J. Belvin-Skin feiere ich extrem, Alter. Aber den hatte ich gerade gespielt schon in Random-Runden. Keine Ahnung, ob er weiterkommt. Aber der hier vorne, Leute. Oh mein Gott. Das sieht geil aus. Das war der Affen-Skin aus letzter Season. Ich glaube, letzte Season war das gewesen. Aber optisch gesehen, Leute, wirkt der echt sehr, sehr sick in der Blau-Kombination. Ich glaube, das wird sehr interessant werden. Wow, auch diesen Influencer 3000 hier. Auch lange nicht gesehen. Sehr krasser Skin. Ich will auch die goldene Kombination hier. Gold kann... Oh mein Gott, Leute. Wow. Diese Galaxy Variant. Auch extrem selten. Der ist Movie Time Skin. Und auch hier hinten auch. Also ich muss sagen, der sieht auch richtig sick aus. Hatte ich aber auch schon gespielt gehabt in den Skin Contest. Wow. Oh mein Gott. Hä? Was sind heute für heftige Leute am Start? Ich check ja schon wieder gar nichts, Leute. Was ist, der ist nicht so geil, der Skin. Aber ey, ich muss sagen, auch hier, ja gut, ja doch. Ey, Kombination heute, ich glaube, das könnte sogar wirklich der härteste Skin-Contest überhaupt werden, wenn ich hier mir die Skins so angucke. Holy moly Macaroni, lass mich mal hier rein, bitte. SU-Skins heute sind sehr, sehr krank, muss ich sagen. Sagst du ehrlich, die sind so gut? Okay, Leute, dann starten wir jetzt direkt. Lasst ein Like da und wir starten unseren Pay-to-Win-Skin-Contest. Let's go! Der erste Skin kommt hier direkt raus, ohne mit der Wimpern zu zucken, muss ich dich leider rauskicken, weil du für mich ein V-Bucks, 5 Euro V-Bucks-Skin bist von damals. Habe ich selber sogar oft gespielt, der nächste wird reinkommen. Kürbiskopf Larry, schöne Kombination, Bro. Aber du reißt mich auch nicht vom Mocker. Was sagst du, Tüchter? Digga, das ist auch ein Skin, den ich selber bei Halloween immer gespielt habe. Ja. Dustin, es tut mir leid. Optisch siehst du wirklich cool aus, aber für mich ist das wieder gesagt, also wie gesagt, Leute, es sind persönliche Geschmäcker hier und für mich ist das nicht dieser Wow-Effekt. Der nächste... soll das jetzt dazugehören oder was? Weißt du was? Das ist so ein Überraschungsei. Ich will noch nicht wissen, was da drin ist, deshalb lassen wir ihn weiter. Ohne gut, zu wissen. Einfach gut, weil er diese Idee hatte. Niemand. Leute, da ist einfach ein Schneemann weitergekommen. Aber ich finde die Idee eigentlich relativ cool mit dem Schneemann. So, achso, wir müssen jetzt nochmal kurz alle Dings hier durchgucken. Und zwar hier Raketenstart, Leute. Boom. Ja, ich habe eine coole Story auch. Ich bin auch zufrieden mit den Emotes, die wir haben. Das wird schon ein rundes Ding, Leute. Ich sage euch ehrlich, das wird ein richtig rundes Ding. Also es ist schon eine sehr schöne Farbenkombination. Also ich würde sagen, also ich würde ihm, ja, ich glaube mal bei seiner Story, was da gleich kommt oder so, wird es vielleicht auch gut sein. Deswegen lasse ich ihn mal weiter. Ich lasse ihn aber nicht weiter. Was? Hey. Ja, ist auch so ein Skin, den man so oft im Skin Contest gesehen hat. Ja, und den hat gerade, wir haben gerade 5er Win geholt im Stream, Leute. Und Stani hat ihn die ganze Zeit gespielt. Du siehst optisch wirklich cool aus, deine Spitzhacke und dein Backbling. Aber das ist auch, dieser Wow-Effekt geht halt dadurch kaputt, weil wir diese Winning Streak zusammen mit Stani da geholt haben, mit diesem Skin sogar. Aber warte. Sein Backbling und seine Spitzhacke retten ihn wirklich hart. Also die Kombination ist geil. Ich würde ihn trotzdem weiterlassen. Leute, ich bin echt gespannt, was er zu meinem Skin sagen wird. Weil, wie gesagt, die Pickaxe ist Z, Leute. Und Z ist ja eigentlich im Skin Contest nicht so gerne gesehen. Aber er weiß es nicht. Er wird es nicht wissen. Er kann es nicht wissen. Das ist nur, außer die Leute schreiben es natürlich im Chat rein. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er mich rauskriegt, nur weil es Z ist. World Cup. Also, World Cup-Spielerin. Backbling und Spitzhacke ist cool, Digga. Sei ich dir ehrlich. Aber du entscheidest. Der Skin an sich überzeugt mich nicht, aber Backbling und Spitzhacke überzeugt mich wie bei dem Kollegen. Also, die Kombi ist schon echt cool, Digga. Okay, doch, diese Flüge habe ich halt fast noch nie gesehen, also würde ich ihn auch, wie heißt das? Ja, durchlassen, los, geh ja, durch. Komm, nice. Geh durch. Der nächste? Oh, Leute, ich sag ja, dieser blaue Affenskin, Alter, da sind die auch echt gehypt drüber. Ja, gleich sind wir dran. Oh, ich bin so gespannt, wie er auf den Skin reagieren wird, weil er kann ihn noch nicht gesehen haben. Also, woher soll er den Skin kennen? Es geht nicht. Oha! Okay. Ja, okay. Geil, Mann! Der ist geil! Das ist wirklich geil. Der Affenskin in der blauen Variante habe ich wirklich noch nie gesehen. Klar, ich wusste, dass der existiert, aber ich habe ihn noch nirgendwo gesehen, weil ihn einfach niemand spielt. Spitzhacke ist mega nice, Backbling auch. Backbling ist relativ neu, ne? Ist halt von diesem Ronin-Skin. Aber die Kombination fühle ich. Wirklich schöne Kombination. Sehr schön.
Kannst durch. Weiter mit dir. Der erste gute Skin bis jetzt. Oh. Uff. Okay, den habe ich auch nie oft gesehen. Skin habe ich auch lange nicht mehr gesehen, obwohl er neulich im Shop war, aber den spielt halt gefühlt keiner. Man kauft sich eher so andere Weihnachtsskins, sage ich mal. Und deshalb schön, dass man den trotzdem hier sieht. Geiles Backbling von unserem Bushranger. Der Backbling ist richtig gut. Ja, ja, und Spitzhacke auch schön, oder? Ja, ja, ich finde ihn auch. Du kannst durch. Zieh Leine, Junge. Oh, Mortal Kombat. Nein, Street Fighter, Bro. Aus Street Fighter, ja. Sag einfach Mortal Kombat. Ja, haben wir, glaube ich, lange nicht mehr bei einem Skin-Contest gehabt. Backwing ist cool, Spitzhack ist auch schön. Allein aus dem Grund, weil wir den lange nicht mehr hatten, bist du weiter. Ja, ist für mich auch kein Wow-Effekt so, aber die Kombination passt. Also von mir aus erste Runde easy peasy. Oh, Zombie? Der Skin erinnert mich immer an Abdul, Leute. Abdul, die eine Runde, wisst ihr noch. Abdul on Nokia, deshalb ist er für mich raus, Digga. Den Skin habe ich neulich schon oft gesehen. Auch die Spitzhacke ist cool so. OG-Spitzhacke. ACDC-Spitzhacke. Backbling mit der Disco-Kugel ist auch okay. Aber für mich ist das kein Wow-Effekt, Bro. Nein. Es ist sogar Abdul und Nokia. Ich sag's sogar gerade noch. Da könnt ihr mal sehen. Ich passe auf meine Zuschauer auf. Oh mein Gott, Digga. Oh mein okay. Gott. Das was ist das? Digga, das ist safe, Stani, Digga. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist safe wieder, Stani, Digga. Ihr könnt mir sagen, aber diese Spitzhacke, Digga, das ist krank. Ich finde das gar nicht so heftig, was labert ihr, Bro, ich finde das unnormal krank. Also, ich sag dir ehrlich, Bro, aber die in dieser Kombination habe ich noch nie gesehen. Das passt heftig. Richtig krass. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das war die heftigste Reaction auf den Skin überhaupt gewesen. Und die haben auch nicht gesehen. Ich habe es ja gesagt, Leute, die Pickaxe checken die nicht mit der Pickaxe. Krank. Krank, Leute. Also damit, mit der Reaktion, Leute, weil die so gehypt worden sind. Ich wollte das jetzt noch so ein bisschen kleinreden, dass ich ein bisschen Konkurrenz habe. Aber ich sage euch ehrlich, mit dieser Reaktion sind die meiner Meinung nach schon im Finale. Hier aktuell weiter. Was macht der denn hier? Guck mal, der Schneemann an. Wie das aussieht mit dem Schneemann. Was macht der da? Der dreht ja voll durch. Leute, ich muss sagen, ja, die Skins, die weiter sind, sind solide. Sind halt gute Kombinationen. Ja, ist okay. Boah, ey, irgendwie feier ich hier. Bro, voll. Den hast du gerade bei mir in Suzak gehabt. Bro, den hattest du gerade bei mir. Nein, der ist für mich raus. Ja, ja, aber. Oh, das stimmt! Ja, das ist das gleiche wie bei mir. Danke. Ja, raus mit dir! Raus mit dir! Nächster. Jolie. Auch schön. Muss man sagen, mit dem Eis hinten drauf, die Spitzhacke mit den Eiscoin in der Hand. Coole Kombination. Eis Drift Skin. Ah ja. Nächster bitte. Du bist auch weiter. Nächster, du bist weiter. Der goldene Raskin, Freunde. Mit dem goldenen Pokal von Neymar und der goldenen Spitzhacke. Ist schön gold gehalten. Für mich auch kein Wow-Effekt, deshalb darfst du entscheiden, ob der weit ist oder also, nicht. Also, ich würde sagen, der ist nicht weiter. Tut mir leid. Also, Chat, keine Frage, also, optisch sieht's geil aus, aber wir reden ja hier von diesem Wow-Effekt, wisst ihr? So, wir brauchen so, und das ist auch hardcore. Lass ihn trotzdem weiter, die Kombination wirklich? Ist echt geil. Ja, ja. Aber ich finde, den Pokal passt gar nicht zu ja, dir. Ja, dank Kiki. Ja, ja, nein. Entschuldigung, komm, nächster. Nächster. Ey, der Skin war doch nice. Ui. Ja, aber ich finde, das passt nicht zum Kämpfer. Das ist ein Pokal von. Ja. Oh, der Doktor Skin, auch lange nicht mal gesehen. Er wird safe irgendeine Verwandlungsstory machen. Spitzhacke ist auch so schön Hexer magisch angelehnt. Backbling auch. Ey, nicht so wie Magier. Ja, ja, der wird safe so eine Hexer Magier Story machen. Ja. Ja, böse also, Doktor, du bist weiter. Du bist weiter. Das ist auch mal okay. Wieder ein geiler Skin. Das ist, glaube ich, auch die vorhin mit dem Auto hergerast ist. Die Spitzhacke ist brutal geil. Backwing von mega. Mr. Waffleman, als er schön seine Waffelladen noch gehabt hat. Und ja, doch, Fräulein Strohhut hier gefällt mir. Du bist weiter, sowas von. Auch ein cooler Skin. Nächster. Geil, Leute, wir sind weiter. Ich hab's richtig gesagt. Ui, die sieht auch richtig nice aus. Das sieht richtig gut aus, ne? Mit dem aber hat man auch im Skin Contest schon oft so gesehen. Also nicht in der Variante. Die Variante ist jetzt mega nice. Die normale Variante wärst du safe draußen. Backwing Spitzhacke mega nice, deshalb bist du weiter. Krass, Leute, dass sie diesen Skin hier kritisiert haben. Ich muss sagen, er sieht so clean aus. Klar, wir hatten diese Varianten schon öfters mal im Skin Contest, aber genau diese Variante mit lila-gelb hatten wir so selten gehabt. Aber hier auch mit Pickaxe Backbling, Leute, das ist das Match ist unnormal krank. Ehrenbruder Darth Kylo. Vader, ja, 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 das ist so der Kylo-Skin.
muss man weiterlassen, ne? Also die Spitzhacke und das Backbling überzeugt mich gar nicht in der Kombination mit Kaino. Ich auch nicht, aber der Skin sieht schon sehr schön aus. Skin punktet für die erste Runde. Ja doch, Skin punktet für die erste Runde, deshalb weiter. Aber deine Kombination ist echt scheiße, Digga. Oh, das ist mal eine geile Kombination. Das ist mal wieder eine geile Kombination. Haben wir auch aber echt oft gesehen, die Kombination mit der Spitzhacke. Aber zu dem Skin passt es so übertrieben, dass ich dich direkt weiterlassen muss. Und die Spitzhacke gehört ja nicht zum Kombination, so deswegen. Also nicht zum gleichen Skin, deswegen das riecht gut. Der nächste? Skin-Kombination. Ich weiß nicht, was du dir bei der Spitzhacke gedacht hast. Der Skin ist cool, ist halt vom Nintendo Switch Pack damals noch gewesen. Backbling aber der Backbling passt auch. Doch, das ich weiß findest nicht. Du? Ich finde, das Backbling rettet ja an sich. Die Spitzhacke macht alles kaputt. Für mich ist das ein Grund, sie zu kicken. Aber also wenn du eh schon... Denkst. Du bist ja auch schon dagegen, oder? Ich auch schon. Ja, dann lass sie kicken. Tut mir echt leid. Also deine Spitzhacke hat alles kaputt gemacht. Bro, ich rede zu viel. Mach du mal den nächsten, damit du auch mal was sagst. Alles gut. Also, okay. Ja. Also, ich habe den Skin fast noch nie gesehen, so ähnlich. Also, richtig Rainbow-artig gehalten. Auch die Spitzhacke passt auch zu den Galaxies. Und die Rose dahinter passt auch richtig gut, finde ich. So. Sehe ich auch. Das ist eher so Galaxy. Ja, das ist ja auch der Galaxy-Skin. Ich weiß jetzt gerade nicht, aus dem Crew-Paket oder aus dem normalen Shop, weil das ist irgendeine zweite Variante, ne? Das ist irgendeine Variante und deshalb, du bist so hast noch weiter. Du bist schön ausgewählt. Auf jeden Fall. Ich finde halt bei den Skin krass, Leute, dass einfach die Variante, die spielt halt niemand, ne? Also, eigentlich sieht echt sick aus, aber spielt halt auch niemand und Galaxy-Skin geht meiner Meinung nach immer durch. Auch ich muss sagen, Backbling gut combinated, Pickaxe ist auch standardmäßig. Ja, ist okay, ist gut, solide, ist aber nicht überkrass, finde ich. Boah, Backbling und Spitzhacke ist Backbling echt scheiße. Passt gar nicht. Backbling, tut mir leid. Leider bist du raus. Monkey easy. Der nächste? Hat null gepasst. Bei dem tut mir das schon leid, aber Bushranger sehen wir in jedem Skin Contest. Es gibt einen Bushranger. Die wollen halt, allein letztes Mal war Movie Time, der orange hier, Bushranger, deshalb, ich weiß es sofort. Für mich so, die wollen mit diesem süßen Blick halt punkten, Bro, aber tut mir leid, Digga. Yoshi. Und der Letzte, bitte rauskommen. Aber du musst jetzt rauskommen. Du kannst nicht das gleiche wie der andere machen. Oha, Bro. Schöne Kombination aus Ostern quasi. Das ist der Ostern-Skin von damals. Oh, ich finde es wirklich geil. Backbling und Spitzhacke, aber du weißt, wir sind hier nicht in Ostern gerade, ne? Trotzdem, du bist auf jeden Fall in der ersten Runde weiter, sowas von. Wir haben auch gut aussortiert, Leute. Und ich muss sagen, zwei Skins waren wirklich nur dabei, wo ich gesagt habe, boah, heftig, deftig, würzig, gut. Und einer von denen bist du safe. Ihr macht jetzt einen Sticker, Leute. Nicht Emote. Ich wiederhole, wenn ihr einen Tanz oder so macht, seid ihr tot. Oh, Rainbow. Guck mal, du hast sogar Rainbow vorhin gesagt. Passt richtig gut, Sticker. Mega nice. Ist weiter. Bin ich auch. Skelett passt halt zu seinem Kopf, ne? Aber bei dem hätte ich auch was anderes erhofft. Du bist weiter, aber bist dadurch jetzt auf Kippe, weil du jetzt Minuspunkte hast. Der nächste. Okay, jetzt muss er irgendwie. Oh, geil. Frostiges Herz. Easy win, easy win. Gut. Muss man nicht drüber diskutieren. Okay. Es passt so, diese türkisen Farben passen. Ja, so. Bei dir hätte ich auch vielleicht was anderes erhofft. Es passt trotzdem, muss man weiterlassen. Findest du? Okay. Ja, ja. Sein Skin punktet eh, deshalb ist er weiter. Ja, Kuschelbeauftragte macht halt ihre ganz normalen Emoji. Free win, free weiter. Nächster bitte. Hexer. Geil, Leute, geil. Wir haben jetzt einen Emote verbraucht, der eigentlich nothing special ist. Nicht übertrieben krass. So wisst ihr, erste Runde Logger weitergekommen. Das ist das Gute. Ja, ich glaube, SU denkt, ich bin halt der Skin. Und entweder hier der andere, dieser blaue Skin, dieser Affen-Skin, denkt er wahrscheinlich. War free weiter, ja. Und das Geile ist, ich habe halt noch einige Emotes und Sachen hier, zum Beispiel den hier, Leute, guckt euch das an hier, Bro, das ist auch eine Freerun, das ist eine absolute, damit werde ich dem, Leute, ich sag euch ehrlich, ich werde Duell machen gegen diesen Affen und werde den machen und dann ist er rausgekickt, bumm, fertig. Ich werde den Kampf gegen den Affen antreten, er wird keine Chance haben. Ja, passt auch optisch. Passt auch. Hexer, bitte, was machst du jetzt, Cooles? Jetzt bitte. Will er uns was damit sagen? Das passt halt gar nicht, vielleicht will er uns aber irgendwas damit sagen. Machen wir nochmal. Das passt halt null, aber vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten mit ihm. Ich würde ihn kicken, Bro. Ich kann jetzt nicht draus interpretieren, was er damit machen will. Oder? Vielleicht ist das seine Frau, aber ich glaube nicht. Es ist nicht seine Frau. Ich dachte, vielleicht will er damit einen Zauberspruch sagen, aber keine Ahnung. So verstummt einen auf den, ne? Ja, so verstummt. So Stummeffekt reingemacht. Bei dir hätte ich auch was anderes erhofft. Warum so ein Bananenmixer? Mach mal nochmal, das passt doch rein optisch gar nicht. Ah, vielleicht macht sie sich so einen Shake. Der Skin punktet, deshalb ist der Skin halt noch weiter. Aber du bist jetzt fett im Minus, weil dein Emoji nicht gepunktet hat.
Ja, muss man weiterlassen. Muss man weiterlassen. Der nächste. Oh, jetzt. Boah, mega nice. Das ist halt der Affe-Skin, der macht. Geil. Bro, entweder ist das Stani oder halt dieser eine Roboter-Skin. Aber ich sag sogar der Roboter, weil Stani würde nicht so eine Eisspitzhacke nehmen. Auch mega geil. Übelst nice. Der nächste. Komm raus. Aus dem Schneemann. Bro, kill ihn, Digga. Er hört nicht auf mich zu. Ich sag, er soll aus dem Schneemann rauskommen. Er geht nicht raus. Sorry, Krebsgeist. Du sagst der nächste. Bin ich gerade am Lecken oder warum braucht ihr auf einmal so lange? Passt richtig gut. Der nächste bitte. Ja, ich glaube, Discord ist gerade komplett down. Kommt einfach nochmal in die Runde und dann haben wir sogar nochmal ein bisschen Zeit, ein bisschen zu analysieren. Ich würde jetzt direkt gleich mit der Story anfangen. Also alle 13 haben gleich Zeit, ihre Story zu machen. Okay, Leute, Skin Contest geht weiter. Es gab gerade einige Discord-Probleme. Aber jetzt ist es sehr interessant, Leute. Wir haben eine neue Runde gestartet. Also wir haben jetzt viel, viel mehr Zeit als sonst. Und wir starten direkt mit der Story. Also dementsprechend wird SV auch Zeit haben, sich alle Stories reinzuziehen. Ich werde jetzt hier gucken, dass ich hier so eine... Dings baue. Ich will nämlich hier so eine Raketenabschussbahn bauen. Ich werde hier das Spray ranmachen, weil ich will ja auch mit Spray... Wartet mal, Leute. Hier das Spray, das Raketenspray. So, dann gehe ich hier hin. Dann werde ich hier die Rakete starten. Boom, boom, boom. Dann lande ich. Und dann bin ich auf dem Mond. Ist eine einfach gehaltene Story, aber ja, ich finde die eigentlich ganz nice. Okay, Leute, genug Zeit verschwendet. Wir starten jetzt wieder. Wir starten hier mit der jungen Dame in Blau, mit der Eisdriftgüre. Okay, was hast du mitgebracht? Wir sehen hier, sie ist leider nicht eisig unterwegs. Sie macht hier ein Lama-Emote mit Geburtstagstorten. Sie ist 3 geworden. Okay. Verbindet das mit einer Geburtstagstorte nochmal? Ja gut, ist halt so eine typische Geburtstagsstory und Torte ist kaputt gegangen, sie weint. Zu deinem Skin passt es leider optisch halt gar nicht, gar weißt du? Bei dir hätte ich irgendwie was Kaltes gehofft. So irgendwie so eine eiskalte, ja, irgendwie eiskalte Emotes, irgendwie sowas, was zu deinem Skin passt. Eiskalte Jagd oder so ähnlich. Ja, sowas in der Art, aber zu deinem Emote, zu deinem Skin passt es gar nicht, deshalb bist du für mich raus. Und solche Geburtstagsstories haben wir schon 1000 Mal gesehen. Hier, bist du jetzt ready, Fräulein Sombrero? Okay, ja, nice, was hast du mitgebracht? Wir sehen hier einen Wald. Wir sehen ein paar Bienen. Bisschen sie hier. Sie pflanzt eine Erdbeere? Ja, sie hat eine Erdbeere gepflanzt. Erdbeere ist gewachsen. Sie freut sich darüber, dass sie hier Erdbeeren in ihrem Garten quasi hat. Die Bienen sind auch cool. Und jetzt verkauft sie die Und dann verkauft sie die Erdbeeren. Okay, ich hab's so verstanden. Ja, für mich ist sie auf jeden Fall weiter. Coole Story. Du bist auf jeden Fall weiter. Solide, coole Story. Was hast du mitgebracht? Ein Jump-Pad. Ein Jump-Pad. Aha. Du bist weiter. Nein, warte. Hier, Fräulein, World Cup Skin. Okay. Sie spaziert. Sie geht zum Busch. Sie spaziert zu einem Busch. Oh, jetzt rastet die aus. Und lacht drüber. Ah, sie hat einen Gegner einfach gekillt und hat dann gewonnen. Ah. Ist jetzt auch nicht so besonders, aber das reicht fürs Weiterkommen. Was hast du mitgebracht? Ja. Robo Skin, enttäuscht mich nicht. Oder sollte ich sagen, Stani? Zack. Okay, er rennt erstmal nach oben. Zack, bam. Rocket geplaced, Rakete, holt die Flagge und ist auf dem Mond gelandet und hat dort die Flagge reingeklickt. Ja, safe, Mondstory. Ja, richtig gut, muss man sagen, Story ist wirklich top. Auch wenn ich, glaube ich, wirklich davon ausgehe, dass das Stani ist, die gönne ich das gar nicht. Aber man muss leider sagen, die Story ist wirklich nice gewesen mit der Mondlandung und der Flagge. Richtig schön gemacht. Weiter geht's. Easy, Leute, let's go. Also aktuell kann man wirklich sagen, meiner Meinung nach, ich bin der Beste im Skin-Contest und das ist auch gut, Leute. Nämlich, wenn man der Beste ist, dann kann man auch ein, zwei Mal verkacken und das wird halt einfach so verziehen. Aber das Ding ist, Leute, ich habe noch so viele, guck mal hier, boom, Bullet, Free Round, das Free Round, Free Round, Free Round. Wisst ihr, was ich meine? Checkt ihr, was ich meine? Jetzt geht's erst richtig los, Leute. Ich bin jetzt full heiß. Also, ich glaube, ich werde mit Abstand, das ist so mein bester Skin-Contest ever werden, Leute. Damit könnte ich World Cup gewinnen. So nicht würde das sein. Ja, da kann man sich, ja, Geld entscheidet hier. Geld, Pay-to-Win, einfach alles, Leute. Skin-Contest ist das Schlimmste, was Pay-to-Win geht. Und deswegen haben wir hier auch die besten Vorteile. Ich bin gespannt, wie er auf die anderen Sachen reagieren wird, die ich hier noch vorbereitet habe. Geil, Alter. Osterhase, zeig mal, was du drauf hast. Okay. Sagt Hallo zu Ben. Geht rüber zu dem nächsten Ben. Ach, sie verteilt Geschenke oder was? Oh, Ostereier. Oh, da, weißt du, die Oster... Okay.
Guck mal, wie wir die Story einfach von ihr umgeändert haben. Dann ist sie sofort wieder zurückgegangen. Wir haben einfach ihre eigene Story nochmal geändert. Jetzt tut sie da so und verteilt weitere Ostereier. Ja, komm, das reicht fürs Weiterkommen hier. Easy peasy. Der nächste. Was hast du mitgebracht? Die, die weiter sind, können schon mal in die nächste Zone bzw. irgendwas aufbauen in der Mitte, ne? Oha. Es wird eher so ein Kampf-Battle wieder simuliert hier. Bam, sie hat den Gegner besiegt, freut sich über den Sieg. Ja, ist halt nichts Besonderes. Aber ich passt zum Skin? Aber das ja doch, so ein Halo-Skin ist das. Ist so Kämpferin, so. Kämpferin, so doch, passt. Aber ich sag dir ehrlich, du bist wirklich ganz knapp weiter, weil dein Skin so punktet optisch. Kylo, Ehrenbruder Kylo, was hast du mitgebracht? Okay. Schön mit dem UFO. Oh, zu einem anderen Planeten. Okay, das ist richtig geil. Der befindet sich gerade in der Galaxie und überall sind hier ganz viele Aliens am Start. Und jetzt bekämpft ihr die Aliens. Allein oder das reicht schon, aber begrüßt? Kommt da noch irgendwas? Das reicht safe schon eh weiter. Er begrüßt seine Alien-Brüder. Bam, du bist sowas von weiter. Auch schöne Story, habe ich so in der Art noch nie gesehen. Herr Skelettenkopf, was hast du mitgebracht? Er geht hier rein. Schönes Spray da hinten. Okay. Passt zu seinem bunten Skin. Full of Rainbow angelehnt. Mach bitte jetzt keine Kampfstory. Oha! Okay. Das sieht geil aus. Das habe ich so in der Art auch noch nie gesehen. Rein optisch wirklich cool mit den Rainbow-Farben und dem Rainbow ganz am Ende. Auch sowas von weiter. Zwei Leute müssen wir noch bewerten. Tannenbaum, wir kommen gleich zu dir. Erstmal zu Ryu. Was hat Ryu mitgebracht? Er versteckt sich. Ryu kommt aus dem Schneemann raus. Er hat ihn eine Waffe gedroppt. Ist das sein Partner, mit dem er trainiert, oder was? Ryu glitscht sich bei mir hin und her. Wo bei ist Ryu? Ich sehe ihn nicht mehr. Hä? Ist er jetzt verschwunden? Ich weiß es nicht, wo er ist. Hä, du bist bei mir unsichtbar! Okay. Oh mein Gott, der hat sich einfach unsichtbar gemacht! Oh mein Gott! Bro, allein aus dem Grund, du hast eine neue super ultimative Fähigkeit mit Ryu gelernt. Weißt du, die Unsichtbarkeitsfähigkeit. Damit kannst du alle Gegner wegboxen. Deshalb bist du sowas von in der nächsten Runde. Oh ungewollt eine Gott, unsichtbare neue Fähigkeit-Taktik herausgefunden. Vielleicht war das und jetzt unser Tannenbaum. Geiles Spray ist so ein Türeingang, würde ich mal sagen. Hier sind Sprays auf der rechten Seite zum Eingang befördert hier. Okay, dann hier ist Lama. Ein Lami. Er ist selber halt auch ein Tannenbaum. Bei ihm passt das zum Beispiel ein bisschen besser als bei dieser eisigen Höhre. Hofft, dass er vom Lami ein Geschenk bekommt. Aber kriegt einen Schneeball ins Gesicht. Und er hat doch Geschenke bekommen. Er hat Billigglut halt bekommen. Okay, er hat halt Billigglut vom Lami bekommen. Das ist auch okay, wenn ich das jetzt so daraus interpretiert habe. Normalerweise kriegst du aus dem Lami ja keinen Loot raus, aber er hat Scheißloot bekommen. Deshalb auch weiter, war jetzt nicht so hervorragend. Aber Freunde, wir haben alle bewertet und ich würde mal sagen, es sind glaube ich nur zwei down gegangen oder nur einer. Einige sind jetzt dadurch fett auf der Kippe, weil wir die mit Ach und Krach weitergelassen haben. Also ich muss wirklich sagen, drei Stories haben mir richtig gut gefallen. Kannst du auch nochmal sagen, welche Stories dir gut gefallen haben, von welchen Skins? Also einmal dieser Roboter-Skin mit dem Mond, dann dieser Kylo-Skin mit den Aliens und unser Rainbow-Skeletten-Skin, der war auch richtig nice. Was mit dem Motto Comeback? Nein, nicht Motto Comeback. Ach so, stimmt. Und Ryu war unnormal krank. Ja. Ryu war wirklich crazy, Leute. Wisst ihr was? Wir machen noch keine Battles. Wir machen jetzt noch einmal ein Emote. Genau. Tanz oder was? Einen jetzt? Tanz machen. Jeder einen Tanz machen. Fischer bekommt, glaube ich, gleich Disconnect. Das ist gar nicht gut. Einmal einen Tanz bitte machen und durchkommen. Leute, ich mache den hier. Das ist ein Free Round eigentlich. Das ist jetzt nicht so ein krasser, aber es passt zum Skin. Ist definitiv eine Free Round. Ja, sie macht auch jetzt den Rainbow Emote. Passt aber perfekt zum Skin. Galaxy Rainbow, du bist sowas von weiter. Next Round. Okay, dann bau mal bitte irgendwas Cooles so. Die Leute, die in der nächsten Runde sind. Was hast du mitgebracht? Was? Star Wars und Batman passt mal gar nicht, aber rein optisch, wenn wir davon ausgehen, dass das nichts mit Batman zu tun hat, muss man ihn weiterlassen, weil das rein optisch echt gut passt. Du bist weiter. Nächster. Oh, Tannenbaum. Der gruselige, böse Tannenbaum-Skin. Es passt von den Farben her, aber so ein Kussmund so mit bösen Tannenbaum, du bist eigentlich so ein düsterer Tannenbaum. Das letzte hat leider alles kaputt gemacht. Deshalb bist du jetzt ganz fett auf Kippe, Freundchen. Beim nächsten falschen Emote bist du draußen. Ryu, mein Kollege. Bababam, easy, muss man weiterlassen. Macht halt einen freshen Emote, der zu ihm passt. Der nächste World Cup Skin. Ja, passt auch echt gut. Faust aufs Auge. Weiter mit dir, junge Dame. Robo. Was hast du mitgebracht?
Der Ronin-Emote passt auch wirklich echt schön zu dem Skin. Du bist weiter. Locker weiterkommen, Leute, sag ich ja, Freeround. So ein Ding ist das, eine absolute Freeround mal wieder. Super, wie die Helfer hier bauen, muss ich auch mal sagen. Top, top, top. Die Helfer sind hier echt mal wieder richtig hilfreich. Die Farbe passt nicht so, aber trotzdem, er hat hier so Feuerakzente und deshalb, du bist weiter, Freundchen. Was hast du mitgebracht? Stark wie die Helfer. Bam, die der Phoenix-Emote. Also. Ist okay, ist cool. Passt. Jetzt nicht wirklich so krass, aber ist okay. Bro, du warst schon davor auf Kippe, aber es wird jetzt Zeit, dass wir uns verabschieden müssen. Fühle ich einfach nicht. Ja, komm, das passt zu diesem Skin. Das passt wirklich gut zu dem Skin, muss man sagen. Bro, du hast diesen Emote schon tausendmal gemacht. Du hast diesen Emote sogar bei deiner Story gemacht. Deshalb ist das so ein fetter Minuspunkt. Das ist einfach ein Minuspunkt. Davor hat mich die Story auch nicht so übertrieben überrascht. Deshalb ist das jetzt der Zeitpunkt, um warte. Fräulein Ostern Ciao zu sagen. Komm mal zurück. Der Typ hier, der hat vorhin die ganze Zeit Gemüse, Obst gesucht. Der wollte auch Story machen. Der hat keine Story gemacht. Okay, den hatten wir auch noch nicht. Das war auch einer meiner Favorites. Was hast du mitgebracht? Ja, der schmeißt erstmal Bananen. Ihr wisst, ich bin ein Freund von Affen. Das heißt, er punktet eh hier automatisch mit Bananen. Fisch, der Arme hat uns leider verlassen. Er hat die Bahn aufgesammelt, die Bananen. Will er die Bananen jetzt verschenken oder was? Na, er hat die mir, glaube ich, mäßig gekauft. Das sind so Münzen, glaube ich. Das ist so Markt. Ach, das sollen Münzen sein. Ja, stimmt, hast recht. Das war so ein Markt, Leute. Der hat hier einfach seine Münzen ausgegeben, hat dadurch die Bananen gekauft. Coole Story, was wir auch noch nie so in der Art haben. Aber der hat eh mit seinem Skin gepunktet. Der wäre so oder so weiter, hätte er auch jetzt verkackt. Aber die Story war cool. Ich versuche wirklich immer nur einen einzigen weiterzulassen, aber wenn ich mich wirklich nicht entscheiden kann, sind beide weiter. Deshalb starten wir jetzt hier auf der rechten Seite. Fräulein Strohhut gegen bösen Tannenbaum-Skin. Tannenbaum, du musst jetzt wirklich punkten. Okay, schöner Emote, passt wirklich gut zu ihm. 1-0, meine Damen und Herren, für unseren Tannenbaum-Skin. Jetzt seid ihr wieder neutral. Die nächste Runde wird entscheiden, wer weiterkommt. Noch einmal bitte einen Emote machen. Noch einmal. Wieder unentschieden. Schnell den nächsten. Ihr müsst auf alles vorbereitet sein. Bro, das Schwert passt mal gar nicht zu dir. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass du eine verrückte Göre, sag ich mal, einfach so verrückt am Start ist und rumdance. Die nächsten zwei bitte. Lol. Oh, das passt halt so gut. Das ist halt einfach ein Emote, der zu seinem Skin passt, weil das halt so ein Emote von dem Skin ist. Beides gut. Beides muss ich weiterlassen. Die nächsten zwei. Das rechte fühle ich mal gar nicht, Bro. Kylo ist weiter. Ryu, du bist dran. Okay, keiner hat Bock, gegen Ryu zu fighten. Ryu, du bist weiter. Ihr zwei. Oh, rechts unnormal krass. Links auch unnormal gut. Aber beide Punkte auch mit dem Skin, dass man beide auch hier weiterlassen muss. Das wäre jetzt unfair, wenn ich einen von denen jetzt rauskicke und davon die dann weiterkommen. Die punkten auch automatisch mit ihren Skins. Die sind beide weiter. Oh, er hat noch eine absolute Granate rausgehauen, Leute. Ich musste meinen besten Emote einsetzen. Oh mein Gott. Krank. Okay, dieses Mond-Emote ist natürlich für den Galaxy-Skin Freeround gewesen. Aber mein Emote war natürlich auch Freeround. Ja, geil, Alter. Okay, jetzt soll Spray kommen, Leute. So, liebe Leute, jetzt will ich einen Spray von euch sehen. Wir haben noch genug Zeit. Macht bitte einen Spray an die Wand. Auf der rechten Seite, ja, komm. 8-Ball passt von den Farben. Ist cool, aber reiß mich nicht vom Hocker. Das passt optisch wirklich gut zu deinen Rainbow-Farben. Was haben wir hier? Die Flügel passen zu dem, ja, Cyber-Hühnchen und Cyber-Roboter. Passt zu seinem Flügel sogar. Das sind sogar die Flügel von ihr. Was hast du mitgebracht, Ryu? Boah, das passt. Bro, du sollst kein Emote machen. Ich muss dich leider killen. Und dein Spray ist eh scheiße. Dein Spray passt mal gar nicht. Schade, dass du ihn so runter machst. Was hast du mitgebracht? Ein Burger? Ja, komm. Sie ist gerade auf Jagd und hat einen Burger. Sie hat Bock auf einen Burger. Das passt auch richtig gut, Leute. Wir sind jetzt in der nächsten Runde angekommen. Jetzt will ich von euch nochmal einen Sticker haben. Kommt mal durch diese Tür. Und macht einen Sticker. Rakete, richtig gut. Passt sogar auch zu seiner Story. Kylo. Schwert. Deine Schwerte, die du in der Hand hast. Okay, weiter. Passt von den Farben. Ist okay. Ja. Lotusblüte hinten. Die Lotusblüte selber drauf. Der nächste. Ja.
Ja, ja, ja. Was ist los mit dir, Stani? Hast du den Emoji nicht denkst? Schon gemacht? Nee, hatte nicht. Das war der andere. Was das passt auch du, richtig gut, Leute. Ich sagte, Digga, ich bin mir sicher, zu 100% bist du der. Zu 100%. Das kannst nur du sein. Weil bin guck mal, nicht, rein okay. Von den Spitzhacken. Vielleicht noch der hier, Digga. Aber ich glaube nicht, dass du so blöd bist, den Skin nochmal zu nehmen, obwohl du den die ganze Zeit davor in den normalen Runden hattest. Vielleicht ist das auch sogar deine Taktik. Aber anhand deiner Spitzhacken, weil diese Spitzhacke habe ich nirgendwo gesehen, die würdest du auch nicht nehmen. Also, okay, ich nehme es zurück, nicht 100%. Ich würde sagen, 80% der hier, 20% der hier. Freunde, wir sind leider 5, das heißt, einer muss noch rausgekickt werden und dann wird es eine Battle geben, was wir in der Art noch nie hatten, 2 gegen 2 Battle. Liebe Leute, einer muss noch rausgehen und zwar will ich jetzt noch ein Emote sehen von euch. Ein Emote. Roboter Dance passt zu seinem Roboter Skin. Okay, das ist auch eine Star Wars, das ist ein Star Wars Emote, passt auch gut. Die Geige. Noch ein Emote. Ey, dieser scheiß Galaxy-Skin ist echt heftig, Leute. Rein optisch sind die anderen Skins einfach viel cooler als du, Bro. Deine Spitzhacke und dein Backbling waren auch echt kacke. Du hast mit deiner Story und allem anderen wirklich gut gepunktet. Liebe Leute, kommt in die nächste Runde. Es wird Zeit, dass wir jetzt die Team-Battles starten. Du stellst dich hier links hin, du stellst dich hier rechts hin. Und das gleiche natürlich für euch beide. Ihr werdet jetzt ein Emote, oder wisst ihr was, ihr habt ganz kurz Zeit. Geht mal irgendwo hin, macht mal ein Emote miteinander. Versucht mal quasi denselben Nenner zu finden. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Geht mal jetzt zu eurem Partner und versucht mal irgendwas. Wir haben die Zone Move. Ja, also ich weiß. So. Keine Angst, ich werde das jetzt auch nicht so kritisch beachten und alles. Versucht mal auf denselben Nenner irgendwie zu kommen. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, ihr zwei auf die Seite und die anderen zwei auf die andere Seite. Schon mal sehr gut, dass ihr zwei so schnell euch einig wart. Okay, ihr macht jetzt einen Emote, was ihr ausgewählt habt. Oh mein Gott, die haben es sogar geschafft, beide den gleichen Emote zu machen. Was habt ihr zwei? Ach, das ist jetzt gerade ein bisschen kritisch. Das passt sogar gar nicht zu deinem Skin, Bro. Deshalb bist du leider draußen. Bei den beiden kann man quasi sagen, okay, der hat hier quasi dem beigebracht, so zu fliegen. Das hat rein optisch gepasst. Der andere hat leider komplett reingeschissen. Okay, Leute, ihr seid wieder komplett für euch alleine am Start. Und deshalb machen wir jetzt noch einen Sticker, will ich von euch sehen. Ein Sticker. Feuersticker, GG-Sticker. Was hast du mitgebracht? Beides cool. Reicht? Ihr müsst nicht mehr nochmal machen. Der Affe. Das reicht leider nicht, meine Damen und Herren. Ruff Bryce damit draußen. Wir sind im Finale angekommen. Ich muss jetzt gucken. Nee, ich gucke noch nicht, wer da drin ist. Aber, Bro, ich bin mir zu 100% sicher, du bist das, Stani. Ich will jetzt von euch noch einen Spray sehen. Beides cool mit dem UFO. Klar, Galactic, Malactic. Beides wirklich cool. Aber ich muss mich jetzt schon leider entscheiden. Ich muss wirklich sagen, auch wenn das wirklich wehtut, Leute, einer ist von euch direkt draußen, der andere ist weiter. Weil man muss einfach sagen, die Person hat einfach von Anfang an gepunktet. Emoji war nice, Story war nice. Und liebe Leute, es ist derjenige, der weiterkommt, ist Stani, oder? Ja! Digga, aber der Galaxy-Skin war auch gut, muss ich sagen. Bro, der war auch lit. Der war lit, Digga. Aber du hast rein von der Optik einfach fetter gepunktet und die Story war wirklich. Aber ich hätte auch die noch Story war, die Story gehabt, war wirklich also nice diesmal. Muss man sagen, Chat, wie würdet ihr stimmen? Ich muss wirklich sagen, er hat das richtig gut diesmal gemacht. Diesmal hat er das gut gemacht, muss man sagen. Vor allem, Pickaxe ist AZ, ne? Ja, ehrlich? Ja, aber ich wusste, war mir klar, dass du nicht, dass du niemals wissen kannst, so, weißt du? Okay, das wusste ich nicht. Geil, Leute, mal wieder 1 gegen 1. Minus 5, deshalb bist du tot. Yeah. Leute, Stani hat es boom, let's go. Das Team hat wieder gewonnen. Lasst ein Like da. Check SU up, Germany. Woohoo.